Ein offenes Herz ist das Wichtigste, was es gibt. Denn dein Herz ist wie ein Magnet, das alles automatisch anzieht. Sei es eine Liebe auf Augenhöhe, sei es Geld, sei es Glück allgemein, sei es deine Herzenswünsche, alles, eben Herzenswünsche, es kommt vom Herzen raus. Und deshalb ist es so wichtig, dass dein Herz offen ist. Aber das Problem ist ja, ein offenes Herz, das macht Angst, weil man macht sich verletzlich, man macht sich emotional, man macht sich angreifbar. Und genau da ist doch immer die Frage, was kann ich tun, was kann ich machen, um ein offenes Herz zu halten, aber nicht verletzt zu werden. Schau, ich bin gar kein Freund vor sich schützen. Das hast du vielleicht schon viele Male von mir gehört. Schütz dich nicht, denn du brauchst keinen Schutz. Dein Herz alleine, lass mich jetzt kurz mal, muss jetzt nicht gleich abschalten, wenn du denkst, ab, weil ich erkläre es ganz genau, wie du das dann bewerkstelligen kannst. Weil dein Herz alleine ist schon ein Schutz. Aber, jetzt kommt das große Aber. Nur wenn dein Herz komplett offen ist, wenn es komplett in der Liebe ist, wenn es komplett die richtige Ausstrahlung hat, dann wird dein Herz nicht mehr verletzt. Mhm. Deshalb schützen, streich das. Weil wenn du dich schützt, dann ziehst du das Falsche an im Außen und das willst du ja nicht mehr. Deshalb, das erste Punkt ist, du musst jetzt wirklich einsehen, Schutz ist keine Option. Lass dein Herz offen und vor allem bau deine Mauer um dein Herz ab, wenn du da noch eine Mauer hast. Wie du das alles bewerkstelligen kannst, dazu komme ich immer wie mehr. Aber ich muss jetzt wirklich Schritt für Schritt machen, weil es ist ein Riesenthema. Dein Herz alleine ist schon der Schutz. Weil, wenn du diese Energie ausstrahlst, wo ich dich gleich hinbringen will, dann gehst du nicht mehr in Resonanz mit dem da draußen. Dein Herz ist wie ein Magnet. Es zieht genau das an, das in Frequenz geht, das ist die Macht der Anziehung, Quantenphysik. Das heißt, wenn du dein Herz schützt, dann siehst du Menschen an, die sich selber schützen, oder du ziehst Menschen an, die dich erst recht verletzen, damit endlich mal du checkst, dass du deine Mauer abbauen sollst. Aber die meisten von uns schützen sich ja noch mehr, weil dann dieses Verhaltensmuster kommt von wegen, siehst du, wurde ich schon wieder verletzt, also macht man noch mehr zu. Genau da musst du diese Illusion überdenken und wirklich bewusst werden, du wirst nicht mehr verletzt, wenn du dich aufhörst zu schützen. Ich weiß, das ist eine ganz neue Sichtweise. Wie machst du das jetzt? Wovor soll ich anfangen? Schau, eine Liebe auf Augenhöhe, diese bedingungslose Liebe, das ist ja das, was wir gerne möchten, oder? Das Problem ist, wenn wir es dann mal haben, das auszuhalten, ist schwierig. Weil es kann verdammt wehtun. Wehtun auf, eigentlich auf eine gute Weise, aber wir kennen diese Gefühle eigentlich nicht. Wie erkläre ich jetzt das? Weißt du, Gefühle zu erklären ist so schwierig, wenn du das selber noch nicht gefühlt hast. Und Menschen, also Kunden von mir, wo ich dann merke, okay, sie haben schon mal gefühlt, von was ich da die ganze Zeit quatsche, dann muss ich auch nicht mehr viel erklären, weil die wissen sofort, von was ich spreche. Aber wenn du noch nicht weißt, von was ich spreche, es ist für mich schwierig, die richtigen Worte zu finden, weil du musst es selber fühlen. Schau, weil wenn du diese Gefühle mal hast, das Problem ist, zum Beispiel auch in der Sexualität, hast du es vielleicht schon mal erlebt, dass du so überwältigende Gefühle hattest, dass du das Gefühl hast, es zerreißt dich förmlich nächstens. Was macht man da? Man macht die zu und denkt, ah, es tut fast weh, so krass ist es. Und genau das ist diese blöde Hemmschwelle. Weißt du, es ist genau dieses Problem eben, wo wir lernen müssen auszuhalten, diese extremen Gefühle, die wir eigentlich nicht kennen, auszuhalten. Und dieses offene Herz, das gibt genau das, wenn das richtig anfängt zu fühlen, wenn diese Gefühle wirklich komplett sich freisetzen, dann kann es Angst machen. Und dann kann man denken, oh, Mist, was ist jetzt das? Und dann
kann man wie zumachen, dann kann es wehtun. Aber darin Vertrauen zu sein, zu sagen, stopp, es ist nur, weil ich diese Gefühle noch nicht kenne. Und offen zu bleiben, das ist die Challenge. Aber das in Worte zu fassen, ist für mich schwierig. Du musst es selber fühlen. Ich muss dich da Schritt für Schritt dran hinführen. Deshalb ist bei mir, meine Angebote so aufgebaut, dass man mit Meditation, weißt du, dass man 1:1 mit mir, aber auch noch mit Meditation so richtig in das Fühlen kommt. Weil wir Menschen, wir sind so abgestumpft, wir sind so monoton geworden, wir fühlen unser Herz meistens nicht. Oder viele haben noch das Gefühl, ja, ich fühle mein Herz. Und dann, wenn sie es wirklich fühlen, merkt sie so, nein, ich habe es eigentlich nie wirklich gefühlt. Weil da ist so viel Potenzial in unserem Herzen. So viel Potenzial. Das ist nicht normal. Und wenn dieses Herz mal wirklich offen ist, ey, du könntest von einer Sekunde auf die andere loshöhlen, wenn das Gefühle sind, die so wundervoll sind, die so überwältigend sind. Das ist nicht mehr menschlich. Das ist echt nicht mehr menschlich. Schau, ich war eigentlich schon als kleines Kind eigentlich immer so, dass ich, vielleicht gehst du damit in Resonanz, ich wollte immer Menschen umarmen. Ich hatte so eine Wahnsinnsliebe in mir. Ich wollte alle Menschen umarmen. Und wenn ich jemand wirklich gerne mochte, ich wollte den fast nicht mehr loslassen, weil ich ihn so gerne mochte. Gewisse Freunde von mir, ich liebe die abgöttisch. Ich möchte die nie mehr loslassen. So war es für mich immer als Kind. Als Kind, nein. Als junge Frau immer. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich merkte, die Menschen können damit schlecht umgehen. Und ich merkte, es macht mich unglücklich, weil es zu viel ist. Es sind zu viele Gefühle. Es ist zu viel Liebe. Und wenn man so viel Liebe in sich trägt, dann ist man manchmal naiv, wird dann verletzt, betrogen, was auch immer alles, die ganze Palette. Was macht man? Man macht zu. Und dann wieder aufzumachen, ist verdammt schwierig. Aber was du verstehen musst, ist, wir hätten nie zumachen müssen. Nie. Wir hätten einfach die Botschaften von diesen falschen Menschen, wo wir sie immer betiteln, verstehen müssen, weil das waren nicht die falschen Menschen, sondern es waren einfach Menschen, die uns etwas lehren wollten. Unbewusst. Aber wir haben die Lektion nicht gecheckt. Das Ding ist einfach das, du musst lernen, mit diesem offenen Herz so voller Liebe zu sein, aber nicht abhängig von anderen, also emotional unabhängig zu werden. Dass du Liebe nicht mehr abhängig von Menschen machst, sondern die Liebe in dir selber entfachst, weil Liebe ist nur ein Gefühl, das du selber erzeugst. Das ist einfach Fakt. Du wirst es selber merken, wenn es soweit ist bei dir. Und weißt du zum Beispiel Selbstliebe? Es wird immer noch so auf Verstandesebene, du musst dich halt selber lieben. Schau in den Spiegel und sag dich, ich liebe mich. Tu es, wenn es dir gut tut. Ich habe immer für mich gedacht, ja, das funktioniert nicht. Ich kann mich nicht anschauen und sagen, oh, ich liebe dich. Nein. Diese Selbstliebe, diese innere Geborgenheit, die stellen sich automatisch ein. Automatisch kommst du, musst es gar nicht lernen. Du musst es gar nicht krampfhaft suchen wollen. Es kommt von alleine. Wenn du wirklich dein Herz komplett offen hast, dann kommt es. Weil dann bist du nicht mehr fokussiert auf dich selbst, sondern du gibst nur noch. Du strömst förmlich von Liebe für alles, für Tiere, für Natur, für Menschen, für alles. Du strahlst förmlich voller Liebe. Und das bekommst du nur zurück, nur Liebe. Jetzt hatte ich gerade die Intuition, dass es sicher gleich Menschen geben wird, die sagen, oh, ich bin voller Liebe, ich gebe alles, aber trotzdem werde ich immer verletzt. Dann hast du die Lektion noch nicht verstanden, wie ich damals, weil, weißt du, viele Menschen, die geben, 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 merken nicht, dass es eigentlich gar nicht gewollt ist. Dann ist es wie ich, eben mit meinen Umarmungen, dass ich die Menschen fast erdrückt habe. Das ist nicht diese Liebe, von der ich spreche. Menschen erdrücken, Menschen
Ziel geben. Das ist nicht förderlich. Es muss eine Balance geben zwischen Geben und Nehmen. Weil sonst ist es nicht diese bedingungslose Liebe. Menschen zu überschütten, Menschen fast zu ersticken, das ist keine bedingungslose Liebe. Weil das ist eine Liebe, als möchtest du mehr geben, weil du selber nicht gehabt hast. Weißt du, geben, geben, geben heißt nicht gleich, du bekommst gleich viel zurück, sondern diese Balance muss da sein. Diese Gefühle müssen da sein. Gleich ein Beispiel, was ich gerade einer Kundin erklärt habe, und schon das war schwierig, das zu erklären, weil ich manchmal echt Mühe habe, die richtigen Worte zu finden. Das mit diesem Magneten, weißt du, ich muss dir eine Geschichte erzählen. Früher, als ich fort war mit der Disco und so, da war ich so komplett in, muss dir das jetzt so bildlich ein bisschen vorstellen, dass du weißt, was ich meine. So in meiner, so wie eine Luftblase, musst du dir vorstellen, die Aura. Ja, ich war in dieser Disco mit dieser Aura, wo ich die Menschen gesehen habe, wo ich mich für sie zwar gefreut habe, aber gefreut so im, oh, ich hätte das auch gerne. Oder dieser Mann gefällt mir, eigentlich möchte ich den gerne. Oder es wäre schön, wenn ich eigentlich auch so wäre, wie die, einfach so offen und so. Weißt du, ich meine, ich war so in der Aura, in dem Ausstrahlen von wegen schon Liebe, Harmonie und ich freue mich für euch alle, aber ich hätte das eigentlich auch gerne. Das ist ein Mangelgefühl, auch wenn es gut gemeint ist, weißt du, das ist trotzdem eine Mangelenergie. Das musst du dir vorstellen. Jeder hat seine Aura, jeder hat seine Ausstrahlung und manchmal kommt man einem so gegenseitig übers Feld. Jetzt, wenn dein Energiefeld so krass ausgedehnt ist, dass die anderen gar keinen Platz mehr haben, dann kommen sie auch nicht. Weißt du? Das ist das Problem. Das habe ich lange nicht gecheckt. Ich dachte immer, ich bin doch völlig in der Liebe, offenes Herz und alles drum und dran und niemand kommt. Und genau, weil ich in diesem weinerlichen Ding drin war, weil ich in diesem Mangel drin war. Warum kommt niemand? Ich bin doch Liebe. Es kann niemand kommen, wenn ich nicht mein Feld ein bisschen den Leuten Raum mache. Weißt du, das meine ich mit überschütten. Überschütte die Menschen nicht. Lass den Menschen Raum. Vielleicht brauchen sie das nicht, was du ihnen geben möchtest. Da in diese Balance zu kommen, jedem seinen Raum zu lassen, zu schauen, das, was ich geben möchte, braucht der Mensch das überhaupt? Will der Mensch das überhaupt? Kann dieser Mensch da überhaupt damit umgehen, wenn ich ihn die ganze Zeit in die Arme nehmen will? Weißt du? Das meine ich damit. Es ist ein sehr krasses Thema und ich muss da noch viel, viel tiefgehender eingehen, merke ich. Das war jetzt so ein bisschen das Oberthema, dass du mal weißt, in welche Richtung das, weil ich mache jetzt wieder so eine Videoserie, Herz öffnen, weil ich merke, ich bin schon so lange am Sprechen, aber ich habe jetzt nur oberflächlich erstmal geredet, mal einfach nur die Illusion hinter dem Ganzen wieder aufgedeckt, wie ich es so gerne mal mache, um dir das Verständnis zu geben, was ist ein offenes Herz? Wie funktioniert dieser Herzmagnet überhaupt? Dass du einfach mal das Grundverständnis hast. Aber wie du deine Mauer abbaust, wie du in diese Liebe reinkommen kannst und sie aushalten kannst, das ist schon wieder eine andere Story und dafür brauche ich sicher wieder mal Minimum 10 Minuten, um dir das zu erklären. Und deshalb höre ich hier jetzt auf und abonniere diesen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast, weil das nächste Video werde ich dir erklären, wie du deine Herzmauer abbauen kannst, damit du wirklich dieses offene Herz bekommst, dass du, weil die meisten von uns eben so monoton sind, wie ich es eben auch wurde, dann durchs ewige Schützen. Genau, das ist das nächste Video. Und ich denke, da werden noch ein paar Videos kommen, nur rein ums Herz und Liebe, weil das ist ein Thema, oh, ich könnte ein ganzes Seminar damit füllen. Also von daher, abonniere diesen Kanal, teile dieses Video, wenn du magst, dass so viele Menschen wie möglich das sehen, weil es wirklich ein Thema, das jetzt aufgedeckt werden muss, ist sehr, sehr wichtig. Vielen Dank, meine Lieben, für eure Unterstützung und bis zum nächsten Video. Möglich.
dir selbst.